Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 9. März. Ich grüße euch ganz herzlich zum eben marktbeschaulichen Moment, denn heute ist wieder EZB-Tag. Ja, es grüßt Chris Kemmerer on air wieder und wir wollen natürlich hier am heutigen EZB-Tag den Euro im Schwerpunkt unter die Lupe nehmen und hierbei das Major Pair Euro-US-Dollar und das Cross-Rate Pair Euro-Yen. Denn wie gesagt, charttechnisch ganz interessant und so beginnen wir doch einfach mal heute am Tag der Tage und wir gehen mal hier mit dem Scroll auf den heutigen Terminkalender, 9.3. Und ja, hier sehen wir es schon, 13.45 wird bekannt gegeben, was denn hier sozusagen der Magier der Zinsen der europäischen Zone hier entscheidet. Super Mario, Mario Draghi dann hier praktisch am Start mit einer Veränderung des ohnehin ja schon bei null liegenden Zinssatzes wird nicht gerechnet. Letztlich aber hier die PK 14.30 von hohem Interesse und sicherlich hier auch dann immer wieder ein Schwerpunkt, der den Markt, Schrägstrich den Euro gegenüber dem US-Dollar oder auch alle Währungen mit dem Euro im Kontext hier durchschütteln kann. Das muss man ganz klar sagen. Gut, dann wollen wir uns sogleich mal dem Chart zuwenden. Der Chart als einzigste Wahrheit der Massenpsychologie sozusagen. Und im Sinne dessen schauen wir doch mal hier auf den Euro. Gut, gehen wir mal in den Tageschart, das übergeordnete Bild. Ist klar, im Übrigen, kleine Info am Rande, ich werde im heutigen Tagesverlauf das Video zur Frühjahrskonferenz 2017, diese hier hat im Februar stattgefunden in Frankfurt von der Vereinigung der Technischen Analysten Deutschlands, VTAD, und dort habe ich einen Beitrag praktisch über Euro, US-Dollar, britisch Pfund, US-Dollar und US-Dollar abgeliefert. Und ja, das ist ein Vortrag, den Sie dann in Kürze auf unserem YouTube-Channel sehen können, unserem JFD-YouTube-Channel, schrägstrich auch auf unserem JFD-Desktop sich dann jederzeit anschauen dürfen. Wie gesagt, bei YouTube einfach JFD-Brokers suchen. Da gibt es ohnehin jeden Tag reichlich Content. Sie sehen es, hier sind immer mehrere Videos, Webinar-Aufzeichnungen und natürlich auch das Devisenradar immer wieder abrufbar. Ansonsten auch hier sehr, sehr gern auf unserem JFD-Desktop, eben auch hier mit integrierter Videobox und hier dann auch einem Livestream-Fenster, wo wir hier dann in Kürze auch noch eine andere Verknüpfung einbauen, sodass wir dann hier wieder wie in früheren Zeiten sozusagen einen direkten Livestream in diesem Widget sozusagen haben. Aber hier genau die Info auch, dass wir hier sozusagen zunächst mit einem neuen Fenster das Ganze öffnen müssen, aber in Kürze das eben dann auch wieder komplett umbauen, sodass es direkt live von dem Desktop losgeht. Jetzt geht es aber erstmal dem Euro los. Der übergeordnet, und da will ich mich gar nicht so im ganz großen Bild verlieren. Wie gesagt, das können Sie dann heute gerne auch nochmal auf dem Vortrag von mir nochmal wahrnehmen. Wir wollen jetzt hier gleich mal in den Tageschart gehen. Übergeordnete Abwärtstendenz ist klar. Auch unterhalb von hier, diesem Level 1.066, 1.067, sagen wir es rund, wurde ein weiteres Short-Szenario präferiert. Und Sie sehen, der Euro hängt hier so ein Stück weit fest. An früheren EZB-Tagen kam es zu Bewegungen von 400, 500 Pips, das muss man ganz klar sagen. Also für Volatilität kann gesorgt sein, wenn es Überraschungen gibt. Aktuell der Euro mit einer Daily Range von nur 61 Pips und das ist sehr, sehr bedauerlich. Denn im langfristigen View haben wir hier einen Durchschnitt von rund 100 Pips Tagesspanne sozusagen an Bewegungsrange, also 100 Pips, die der Euro in der Regel im Schnitt absolvierte mit Blick auf die letzten 5 bis 10 Jahre. Das ist sehr, sehr eingebrochen. Jetzt mit 61 Pips nähern wir uns schon wieder so einer fallenden Tendenz, die ja buchstäblich unschön ist. Wir können uns das auch gern mal genauer anschauen. Trading Tools, Volatilität. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir schon mal eine kleine Page gefunden. Das ist schon mal wunderbar. Warum auch immer das jetzt weg ist, nehmen wir eben nochmal hier eine andere Option, die ich immer gern zu Rate ziehe, um Ihnen das jetzt auch nochmal zu veranschaulichen. Hier haben wir Durchschnitt der letzten 10 Wochen mal Euro, US-Dollar und hier haben wir im Prinzip das Bild dazu. Schaut euch das an hier. Zurück bis ins Jahr 2011 müsste es sein. Sie sehen hier diese, ja, doch ganz klare Abwärtstendenz. Wir hatten auch Phasen, da hat sich die Volatilität beim Euro-US-Dollar hier im 10-Wochen-Schnitt bei 180 Pips bewegt, ja, dann brach das Ganze ein. Wir hatten hier 2014 ein Tief in Richtung 40 Pips. Ich kann mich an die Tage erinnern, da hat sich Euro tatsächlich nur an einzelnen Tagen 30 Pips bewegt. Das war wirklich sehr, sehr bedauerlich. Und dann gab es hier eben den Umschwenk der US-Notenbank, Beendigung des Quantitative Easing hier im Jahr Ende 2014, im Sommer 2014, Herbst besser gesagt, wurde es dann konkret eingestellt und aber auch die Ankündigung, dass die USA die Leitzinsen anheben. Das führte erstmal zu schöner Bewegung, aber Sie sehen, seither
ist es wieder rückläufig. Und jetzt sind wir hier auch schon wieder deutlich unter 100 Pips im Schnitt gelandet. Und ja, es wird gespannt sein zu beobachten, wie das noch weitergeht. Ich glaube und hoffe, dass die Volatilität sicherlich auch wieder zurückkommen wird. Letztlich Tagesschart, wie sieht's aus? Wir haben hier aktuell die Tendenz, dass wir neue Tiefs sehen sollten. Da bleibe ich auch bei. Ich erwarte, dass der Euro durchaus nochmal neue Mehrjahrestiefs macht, Schrägstrich wahrscheinlich sogar die Parität touchiert, Schrägstrich unterschreitet, um dann einen großen Überraschungseffekt zu starten. Ihr wisst, wenn ihr mir schon länger folgt oder auf dem Devisenradar oder auch auf der Frühjahrskonferenz wart, dass ich hier mit einer großen Überraschung rechne, wenn der Euro die Parität touchen sollte, dann eben hier nicht der große Sell-off, wie er dann wahrscheinlich von vielen Massenmedien propagiert wird. Nein, dann dürfte es irgendwann in Kürze, in naher Zeit, glaube ich, zu einem sehr, sehr starken Rebound kommen. Wie der fundamental begründet wird, bleibt mal dahinzustellen. Vielleicht wird die Europäische Zentralbank hier auch ihre Anleihekaufprogramme und dergleichen zurückrudern, möglicherweise. Fundamental, wie gesagt, spricht viel für den US-Dollar. Leitzinsdifferenz ist da, das große Geld sucht dann eben auch die Zinsen und im Euro-US-Dollar-Vergleich ist der US-Dollar hier klar im Vorteil, was eben auch den Euro schon seit langer, langer Zeit unter Druck bringt. Letztlich, kurzfristig, back zum aktuellen Geschehen, sehen wir hier, wie gesagt, diese Schwäche und es lässt sich ableiten, dass wir hier auf jeden Fall in Richtung 1,035 nochmal absinken, sofern wir hier diese, ich sag's mal, sanfte Supportzone brechen. Machen wir als Unterstützung natürlich grün. Und sollten wir hier ein Niveau unterhalb von 1,050 sehen, möglicherweise heute, dann wäre das der Startschuss für eine weitere Schwäche, die dann direkt eben nach unten führen sollte in Richtung des Tiefs hier vom Januar und gegebenenfalls auch tiefer. Drehen wir nach oben auf, wird es hier im Bereich um 1,067 spannend. Kommt der Euro hier wieder nicht nach oben raus, dann ist ganz klar, dass das hier eine hervorragende Short-Chance wäre. So oder so, mit Erholung oder ohne, wird ja eine weitere Schwäche präferiert, die ich, wie gesagt, kommen sehe und sollte dann den Euro, wie gesagt, zu den letzten Januar-Tiefs hier zurückführen. Entweder direkt oder mit kleinem Umweg nach oben. Gibt es einen Ausbruch über 1,067, dann ist der graue Pfeil meines Erachtens hier durchaus reaktiviert. Und das sind immer natürlich die Abwägbarkeiten, die man hier als Analyst hat. Die 100% Wahrscheinlichkeit haben wir nie, werden wir nie haben, aber wir können mit Wahrscheinlichkeiten und Parametern arbeiten. Und wenn es eben dazu kommt, dass der Euro hier nach oben rausgeht, dann sehe ich hier nochmal einen Test der Zone von 1,085, klare Widerstandszone. Und da muss ich dann zeigen, ob der Euro direkte Kraft hat, nach oben rauszudrehen. Wäre dann sicherlich eine Überraschung, wenn wir die Parität vorher nicht sehen, dass er hier praktisch Momentum auf der Oberseite entwickelt. Das gilt es dann im Detail zu beobachten, aber strukturell sehe ich ihn, wie gesagt, durchaus noch tiefer. Wird auch gestützt durch diese Abwärtstrendlinie hier, die mehrfach Bestätigung fand, die kurzfristige seit Mai letzten Jahres. Und insofern sollte der Euro durchaus hier weiter abdriften. Das mal zum Euro-US-Dollar auf Tagesbasis. Stunde, wie gesagt, schauen wir uns jetzt nicht speziell an, gegebenenfalls später im Stream. Schauen wir auf den Euro-Yen, der heute hier stark daherkommt, liegt aber auch mit der Yen-Schwäche zusammen. Die ganze Zeit schon schwach unterwegs, der Yen. Grundsätzlich hier im großen Chart auch erwartet wurden, dass wir hier nochmal zurücksetzen, die 120 sozusagen unterschreiten leicht und jetzt zurückkommen. In der letzten Woche haben wir einen sehr starken Impuls gesehen. Das ist der Wochenchart zum Euro-Yen. Hier sehr schön nach oben aufgedreht. Jetzt sehen wir auch hier wieder ein Stück weit Erholung von der aktuellen Handelswoche. Hier auch die Annahme, dass das Widerstandslevel und sehr, sehr schön kommt so ein bisschen dem Euro-US-Dollar 1,067 gleich. Hier bei 121,15, 121,20. Damals die Annahme, als wir Euro-Yen in den Fokus nahmen, hey, wenn der hier ranläuft, wäre das eine Short-Möglichkeit. Und hier geradezu Punktlandung ans 50er Retracement-Level dieses Aufwärtsimpulses von Oktober letzten Jahres hier bis zum Dezember letzten Jahres. Hier die Fibonacci-Strecke, hier wirklich die 50% schön geküsst. Und ja, ich schiebe den Fall mal rüber, denn wenn wir hier unterhalb von 121,20 bleiben, vielleicht einen kleinen Spike drüber machen, aber auf jeden Fall kein Daily Close drüber sehen, könnten wir hier nochmal gen Süden gehen. Aber dann eben auch nur, wenn der Euro weitere Schwäche erfährt. Der Witz ist, der Yen ist eben derzeit auch schwach unterwegs. Und im Kontext Euro-Yen ist hier der Yen ganz klar noch mehr in der Schieflage, sodass hier der Euro gegenüber dem Yen profitiert. Deswegen gilt es immer abzuwarten, was hier in diesem Bereich passiert. Sollten wir nämlich hier über 122 rausgehen, ja, dann sehe ich hier kurzfristigen Move, Up-Move-Potenzial, das dann hier in Richtung 123 laufen könnte. Und hier hatten wir auch zuletzt schon mal Euro-Yen sehr schön gecovert, sehr schön eingefangen. Genau in diesem Niveau gab es immer, wie gesagt,
Eine Gegenwehr der Verkäufer der Euro gegenüber dem japanischen Yen wurde hier sehr, sehr schön abgewiesen. Das war hier Ende Januar der Fall. Und ja, sehr schöne Abwärtsbewegung. Erst wenn er über 123 deutlich rausgeht, dann können wir hier eine größere Erholung sehen. Sehe ich jetzt kurzfristig nicht, aber hier muss ich gerade beim Euro-Yen eben zeigen, welche der beiden Währungen ist jetzt schwächer unterwegs. Ja, das bleibt mal abzuwarten. Kurzfristig, wie gesagt, kann es nochmal ein Stück nach oben gehen, würde aber hier nochmal einen Lauf in die neuen Tiefs, in Richtung der neuen Tiefs präferieren. Warten wir mal ab, was passiert. Letztlich sehr, sehr spannende Situation. Euro-Yen im Fokus behalten. Ich, meine lieben Zuschauer, sage danke. Sie dürfen sich nachher, wie gesagt, auf das Video freuen. Morgen das Devisenradar nicht sicher, denn wir sind hier auf den Investment und Business Days vertreten. Ja, schaut euch das an. Morgen, wenn ihr mögt, hier meine Wenigkeit ab 13 Uhr, Quatsch, von 13 bis 14:30 sind wir hier am Start und dann auch noch mal ein Stück weit früher von 11 bis 12:30 JFT Brokers hier vertreten mit eben den grundsätzlichen Intentionen unserer Absicht als Broker. Win-win ist das Ziel. Dazu werde ich ein bisschen was sagen. Sprich, wir wollen, dass Sie gewinnen. Das ist unser Fokus, das ist unser Vorteil. Und das will ich Ihnen auch klar machen, warum, wieso das so ist. Und dann eben noch ein Stück weit Einblicke liefern zu unserem Tun, zu unseren Visionen und was eben alles hinter JFD noch steht, um dann hier am Nachmittag gegebenenfalls mit Thorsten Helbig zusammen hier die Trading Skills zu versieren oder spezifizieren, um dann auch noch ein Stück weit auf das JFD Pro Team einzugehen. Wird spannend, ist spannend, da dürfen Sie sich morgen drauf freuen. Ich sage erstmal danke jetzt fürs aktuelle Einschalten, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wie gesagt, wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen über Livestream wieder, beziehungsweise später im Videoformat zur Frühjahrskonferenz oder andernfalls spätestens nächste Woche. Ich wünsche euch vorab eine sehr, sehr gute Zeit. Euer Chris Kämmerer. Auf bald und tschüss.